Willkommen zum vielleicht Ende von Borderlands 1 mit Fubar und Schnarrer. Guten Tag. So, in der Zeit, wo du wieder kacken warst, habe ich nochmal Munition gekauft. Wo? Im Shop. Welchen Shop? Na, da war ein Shop? Am Anfang des Levels war ein Shop. Du bist bis zum Anfang zurückgelaufen. Ja, klar. Oh. Was geht da? Ich bin ziemlich platt. Aber der MG. Das ist ja krass. Weapon-Kiste. Von dem Zeug kann man nie genug haben. Raketen für dich noch? Für mich noch die zwei. Granatos. Oh, da hinten ist einer. Einer nur? Wieso treffe ich den nicht? Ah doch, jetzt ein bisschen. Toll. Wow. Den kriegst du doch mit deiner Energiewaffe. Der bewegt die doch nicht. Ja, erstmal die Fliege Ding. Oh, was ist das denn? Was ist denn das eigentlich immer für ein Explosionsding da? Hoch. Das wollte ich gar nicht gerade. Ich wollte eigentlich nachladen. Ja, Nachladen und Fähigkeiten-Tasten kann man mal verwenden. Ja, ist genau nebeneinander. So, wo ist der Große jetzt? Na hier. Wo hier? Na hier. Du triffst den nicht mit deiner Energiewaffe? Nee. Ja, meine Schüsse fliegen da irgendwie nach. Da brauche ich jetzt hier viel zu viel Muni. Deswegen sag ich doch, probier doch die Energiewaffe. Ich könnte ja mal die Energiewaffe nehmen. Alter. Jetzt schießt doch immer. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Das Problem ist, dass der Schuss da gar nicht, wenn ich auf die Ziele ankomme. Siehst du das? Die fliegen. Ich denke, die kommen an. Ja, die fliegen links an ihm vorbei. Und schiebt es oder drüber. Zieh doch einfach wieder links. Weiter rechts meinst du? Ja. So, der könnte treffen. Der hatte getroffen. Na wow. Hat er richtig abgezogen. Und was schießt auf mich? So. Da hinten ist auch so ein Drecksvieh. So, der ist schon mal down. Schießt hier ein MG oder so? Ja. Links einer down, zweite down. Das ist ja down. Ist nochmal eine HP-Dings für dich? HP-Dings. Hä, hey, wieso ist der Schild denn besser? Was habe ich denn für ein Schild? Hä? Hey? Oh, ich muss irgendwann gewechselt haben. Und das kann ich mal sehen. Sepp, kriegst du mal so schnell viel Damage, ja? Ne?
So, ich jump mal hinten zu dem Fuzzi da, ne? Jump, jump. Denk dran, ist noch ein Luftling. So, ist tot, aber ich glaube nicht von mir. Und was schießt hier? Mega. Ah, oh! Hinter dir ist noch so ein. Ne, das ist hinter dir dann. Stärkere Granaten gibt's denn nicht, wa? Als 74? Ich hab irgendwas in 80er. Hier ist noch ein Projektil HP. 83 habe ich. Okay. Da hinten gibt es bestimmt noch eine Waffenkiste, wa? Nein. Das würde ich dir doch sagen. Ja, ja, genau. Das ist ein Typ, ey. Hier sind Munitionskisten. War nicht mehr viel drin. Ja. Huch. Ja, ist klar. Huch. Ah, da ist wieder so ein Typ wieder hinten. Ist ja wie Weihnachten. Das hier, klasse Soldat. Oh, Shotgun-Muni, danke. Hier ist noch eine Waffen-Munitionskiste. Müssen wir jetzt hier außen rum? Ja. Ich renne mal hin. Also wenn du da down gehst, dann kann ich mitkommen. Wieder so eine Fliegedinger. In der Tat. Der Inn ist weg. Der andere ist weg. Level up. Buh. Oh, du bist vor mir gelevelt. Krass, ne? Aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier nehmen will. Ah, da sieht man mal, dass es fast egal ist, wie man spielt, weil ich habe auch alleine mit Level 36 abgeschlossen. Aha. Das bringt mir doch hier Alex nichts, oder? Ach komm, warum? Damage oben drauf. Was schießt du denn? Fliegeding. Das ist doch markant rechts. Hm, Skaterboy. Ich will auch aufleveln. Nein! Yay! So, erstmal gucken. Das Ding ist auch weg, oder? Ja, ja, das habe ich schon gerade gemacht. Ah, ne, ist noch eins. Wo denn? Nehmen wir mal Schild. Da kommt noch ein Gesetzeshüter. Also ich habe jetzt mit zwei Schüssen platt gemacht mit meiner Waffe. Energiewaffe. Wen? Den Gesetzeshüter. Der lebt doch nicht. War dann zweiter Lobby. So mit der Energiewaffe, oder? Boom. Da ist er kaputt. Das ist der Grund, warum du hier bist. Ich habe dich hierher gebracht und du warst sehr gut. Ich wusste, du bist bereit.
Wenn die Kammer sich öffnet, nimm dich zusammen. Ich glaube an dich. Hä? Ich nimm dich zusammen? Ey! Das ist nicht nett. Da kommt ein Mannequin. Nein, noch ein Alien. Der geht jetzt auf mich. Was, noch einer? Oh, leck mich doch. Das sind drei Aliens und Energie. Flieger. Und einer, der schießt hier die ganze Zeit auf mich, der kleine Prinz. Hui. Ich brauch mal deine Healing. Deine Healing. Oh, was hat er denn hier gedroppt? Schießen noch mehr. Ist ja wie Weihnachten. Gibt's hier noch irgendwie Loot? Hier ist noch eine Waffenkiste. Loot und Level. Oh, was lilanes? Das sieht doch aus wie Jäger. Für Jäger. Und eine Sniper. Jetzt geht's wieder los mit Sniper. War hier hinten noch Munitionski? Nicht für mich. So, ist alles nachgeladen? Ja. Oh, jetzt wird's heiß. Gleich wird's heiß. The Wolf. Are you ready? The Wolf. To die. The Wolf. Oh, ich hab gar nicht so viel Muni mehr. The Wolf. Der SMG. The Wolf. Oh. Ich habe sie mehrfach gewarnt, aber sie missachten jeder meiner Anordnungen. Was in der Kammer ist, gehört rechtmäßig der Atlas Corporation. Und sie, sie gehören mir. Das ist auch eine Sirene. Yes. Bereiten Sie Ihr Team vor, reinzugehen. Wir holen uns jetzt, was uns gehört. Hä? Ja, ja. Sie ist jetzt tot? Mhm. Gib nicht auf. Aha. Diese Kreatur mag in ihrem Reich und sterblich sein. Ohne Glück nicht überleben. Das was macht sie verwundbar. Der Mitch ist ja nicht so doll, ne? Nee, ist auch ein Endgegner. Wohin müssen wir denn ziehen? Auf die lilanen Dinger bei den Tentakeln. Welche lilanen Dinger? Alter, da sind große lila Dinger, die ich schon platt gemacht habe. Schießt einfach da in sein Maul, was da offen ist. Achso, wenn die Dinger da rauskommen. Deswegen sagte ich vorhin, es trifft alles. Oh, Korrosion. Aber der Raketenwerfer macht gut Damage.
dreimal 2,8. Oh, ich bin down. Wie auch immer. Oh, ich bin wieder da. Ich bin down. Schieß auf den Tentakel. Oh, ist keiner mehr da, ne? Weiß ich nicht. Nee, nicht wirklich. Ich schieß die ganze Zeit die Tentakel immer ab, ne? Ja. Ich schieße mal in seine Mitte da. Ah, sein komischer Laserstrahl hat mich hier getroffen. Na klar. Ja, ich glaube, der geht gleich down. Jo, sieht gut aus. Bäm. Der ging aber schnell kaputt. Der Unfall muss doch jetzt noch kommen. Das soll du hast die Kammer geöffnet. Es tut mir leid, dass ich dich nicht davor warnen konnte, was darin war. Aber es musste alles genau so ablaufen. Du warst gut und deine Taten sollen belohnt werden. Der Schlüssel öffnet die Kammer erst wieder in 200 Jahren. Aber Tennis wird dir sicher ein Vermögen dafür zahlen. Hä? Los jetzt. Ich beobachte dich. Ah. Hyperion. Ninja Assassin. Aha. Hä? Bäh, das war's? Das war's. Ach du Gott. Yes. Das Ende ist immer ziemlich. Ja, das Ende war jetzt ja so ein bisschen komisch. Ich dachte, der Jack, der taucht schon im ersten Teil auf. Nö. Weil das hörte sich in dem zweiten so an, als wäre das so eine Fortsetzung. Ist es doch auch. Ja, aber dass der Jack halt im ersten auch schon irgendwie aufgetaucht ist. Der taucht im Pre-Sequel noch auf. Ja, aber das ist ja dann... Das spielt ja vor 1. Achso. Glaube ich, weil heißt der Pre-Sequel. Nee, stimmt, da ist er doch gut, ne? Das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Weil im zweiten hat er doch das irgendwie erklärt, dass er dann... Dass er dann... Halt da wegen böse und leise und so. Da wo der ist, da. Da wo der ist. Hast du jetzt hier auch Musik an? Ja. Okay. Wieso? Na, nicht, dass man mit dem nachher wieder nicht rückladen darf. Also. Ja, bis jetzt hatte ich noch nie Probleme wegen Musik. Na, ich hatte schon öfter mal, wenn du die aus Versehen an hattest, dass das zumindest dann so ein Teilstück, das. Dass die das erlauben, aber während diesen paar Minuten keine Werbung machen dürftest. Aber sie Werbung schalten können. Aber wir können doch eh keine Werbung mehr schalten. Ja, ich will ja da auch keine Werbung schalten, aber... Da geht ja eh nicht, ob du willst oder nicht. Aber die können da ja Werbung einfach reinbauen lassen. Sollen sie doch machen. Was du ja nicht willst. Das ist mir doch egal. Hi, Lilith, Tunnel, Quarkbox. Das Lied ist gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Da bin ich ja mal gespannt, ob 2019 noch Borderlands 3 kommt. Nee. Meinst du nicht? Dann hätten die das schon angekündigt. Ja, aber es gab ja schon mehrere Leaks und so, ne? Ja, gut. Und das wäre natürlich... Dieser ein... Die ist ja hier, diese eine große Messe da in den USA, da soll... Haben die doch irgendwas gemacht, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Da haben die was gemacht, krasser Shit. Ja, was so auch in die Richtung gehen könnte, dass dann...
Vielleicht das von Marco. Keine Ahnung. Aber wenn das 2020 rauskommt, dann können wir das schon 2023 let's playen. Bist du noch da? Ja. Na, bei 2000, dann hast du aufgehört zu sprechen. Wenn das 2020 rauskommt, dann 19. können wir das... Ist doch egal, jetzt 1920. 19 wird nicht mehr rauskommen. Dann können wir es 23 let's playen. Wieso? Weil du dir das zu spät erst kaufen? Richtig, wenn es ein 10er kostet. Ja, vielleicht sponsert dir das ja einer. Genau. Dann sitze ich ja auch Weihnachten und öffne Fanpost. Genau. Du bist so Typ, ey. Ajo. Passiert nach dem Abspannen eigentlich noch was, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay. Ah doch, ja doch. Es gibt noch eine Quest, Da kommt noch eine Quest, Achtung! Ja. Achtung, Spoiler! Sag jetzt Spoiler. Achso, ne. Das 10-Minuten-Quest, oder? Das ist eine Endgame-Quest, die ist nicht ganz ohne. Was ist die ganz? Nicht ganz ohne. Gerade mit unseren Lulli-Waffen. Achso, wie das Level 50-Ding. Ja, so in der Art. Borderlands 2. Aber machbar. Ja, der Raketenwerfer, der hat da eben ordentlich reingebumst. Ja, der hat da richtig schön reingebumst. Der weiß gar nicht warum, der hat ja drei Schuss gleichzeitig immer reingepfeffert. Mit einer Kugel. Und jede Kugel hat 2000 Damage gemacht. Plus Explosionsdamage oder so, keine Ahnung. Alter, wie lange das noch geht. Aber die Fähigkeiten habe ich irgendwie nicht so mitbekommen, gerade so richtig von dem Typi. Ich glaube, der hat da... Laserstrahl, dann hat er, glaube ich, zum Schluss, die Säulen kaputt gemacht. Ja, so. Was waren denn diese lilanen Dinger? Wahrscheinlich... War das schon Slack oder wie das heißt? Nee, keine Ahnung. Ja, da hat er ja manchmal irgendwie so eine Art Granaten oder so, ne? Die dann drei Stück auf dem Boden standen und dann explodieren. Na und irgendwas hat er noch dann geschossen oder so, ne? Oder ja, der Strahl. Sonst hat er eigentlich... Was dich so zurückgestoßen hat? Ich wurde immer zurückgestoßen. Ich nicht, ich stand in einer Säule. Ja, ja, der Strahl, doch, der Strahl hat ein bisschen zurückgestoßen, glaube ich, ja. Nee, aber einen Strahl habe ich da nicht gesehen. Nee, das muss... vielleicht waren das diese Granatendinger oder so. Oh, guck mal, Karl Unterholzner hat hier mitgemacht. Den kennen wir doch nicht. Und Phil Spielberg. Oh, jetzt kommen die Tester. Die haben es verkackt. Das Game ist so schon ganz geil, ne? Bis aufs Ende, jo. Ja, das ist irgendwie so... Der Endgegner ist halt so ein bisschen uninteressant, ne? Ja, der war nicht so... Weil er sich jetzt auch nicht groß bewegt oder so. Der hätte ich lieber gegen die... Wie hieß die überhaupt? Meine der... Elena oder so gekämpft. Die Steel, nee, da. Ach, Steel, genau, ja. Ja, und wenn die dann auch Facelock oder sowas macht. Ja. Ich meine, Borderlands 2, der Hauptendgegner, der ist ja nun auch nicht so geil. Ja, du hast ja da zwei. Du brauchst ja nur Damage. Ja, beim Hauptquest durchspielen, ja. Ja, das wäre hier jetzt auch besser gewesen. Erst gegen die und dann gegen das Vieh.
Ist also das gegen das sie so kurz bevor sie halt erledigt ist, kämpfst du gegen sie und dann kommt das Vieh raus und angelt sich sie. Aber dann musst du nicht. Gibt's ja, kriegen wir hier noch krasse Waffen? Und was sind das hier? Kammerschlüssel für Thanos. Aber wenn da jetzt goldene Waffen sind, das ist doch dann so eine Legendary-Waffe, oder nicht? Orange. Oder bin ich gerade? Oh, die wollte ich doch gar nicht. Nicht geil. Scheiße. Hab jetzt hier. Doch, das sind doch Legendary-Waffen, oder nicht? Wenn die Gold sind? Orange. Hä? Der ist doch Gold. Orange ist doch nicht Gold. Ach, weil ich habe nämlich eine Pistole und eine Pistole. Ich habe plus Nachladegeschwindigkeit und plus 13 regenerierte Munition. Das ist so wie diese Dauerfeuerpistole da. Testen. Ach, die hat nur 3 Schuss drin. Jetzt müssen wir halt das noch abliefern, ja. Mhm. Das wird. Müssen wir da reisen? Ja. Yep. Was also wird das? Nimm deine stärksten Waffen am besten. Ach, das ist jetzt nochmal eine Quest, um das abzuliefern. Ja. Und da spielen wir jetzt einfach weiter ohne Päuschen? Ja, das geht relativ fix, denke ich. Entweder wir sterben gleich oder wir klappen. Es klappt. Man kriegt keinen zweiten Versuch. Wir sterben gleich, sagt er. Was, gibt keinen zweiten Versuch? Nein. So, du rennst vor. Also heile ich mich jetzt erstmal, sagst du. Warte. Ja. Was ist denn? Wenn du so weit runter warst, solltest du dich heilen, ja. Na, die Hälfte war ich. Okay, ja. Und mein Skill ist ja jetzt wieder da, von da. Soll ich jetzt nochmal reisen? Bestimmt mal. Nee? Wir gehen erstmal zu Tennis und dann. Na, die ist ja immer noch in dem Gefängnis, oder nicht? Nee. Linksgegner. Ja, die, Akaluchi-Dinger oder was? Du bist weiterlaufen, oder? Ja. Mann. Ich wollte doch mal meinen One-Shot testen. An den Gegnern. Ja, ein XP habe ich bekommen. Okay. Nachladen? Was nachladen? Deine Waffe. Oder bist du ready? Hab ich. Okay. Ich habe die 3 Schuss-Pistole. Reicht doch, oder nicht? Alles gut. Und jetzt? Nochmal sprechen, oder? Nö, ist vorbei. Wie? Das war jetzt die... Quest. Schön. Das ist so ein Affenkopf. Herrlich. Voll der Prinzessin ist er. Ich verstehe das immer nicht, warum kann man das jetzt noch machen? Was hat das für einen Sinn? Was? Und ob ich die Kohle nur kriege und die Erfahrung oder nicht? Ist so. Ja, du kannst doch jetzt nochmal neu spielen, oder nicht? Ich wüsste nicht wie. Ja, du kannst doch jetzt ein neues Spiel starten und mit den gleichen Charakteren, oder nicht? Das weiß ich nicht, ich hab's ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Und dann beginnst du halt von Anfang an. Und dann denke ich mal, dass die am Anfang auch stärkeres Level schon haben. Wie bei 2. Kannst du ja bis Level 50 nochmal durchspielen, oder nicht? I don't know. Weil Max Level ist doch hier auf 50. Ich wollte gerade sagen, was hängt denn da? Was hängt denn da ab? Was hängt denn da? Hey, hört mal auf, mich hier anzufliegen. Nein, denn was das war? Dann war's das. Endlich vorbei mit dir, ey. Oh. Bedanke mich für dieses tolle LPT. Ich mich auch.
Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Tschüss. Tschüss.